Ich möchte Ihnen die Wahrheit schenken. Nehmen Sie sie an? Ist sie denn auch wirklich wahr? Nein. Dann sagen Sie mir, was soll ich mit einer unwahren Wahrheit anfangen? Nein. Wissen Sie was? Ich möchte Ihre Wahrheit nicht. Ich sprach nicht von meiner Wahrheit. Nicht die Ihre? Aber wessen dann? Die absolute? Nein. Ich schätze Ihre Intelligenz. Sie lügen. Sehen Sie? Obgleich Sie ein Lügner sind, kann ich Sie dafür nicht verdammen. Denn nur im Lügen wird der Mensch zum Menschen. Sonst ist er nichts weiter außer Knochen, Haut und Fleisch. Die Wahrheit ist immer nur die Wahrheit für denjenigen, der die Wahrheit als Wahrheit definiert. Wohl wahr. Deshalb wollen die meine nicht. Ich sagte aber, es ist nicht die meine. Wenn die Wahrheit immer nur die Wahrheit für denjenigen ist, der die Wahrheit als Wahrheit definiert, welchen Wert hat dann diese als Wahrheit definierte Wahrheit für mich, wo ich doch auch für mich nach Wahrheit suche? Nette Worte. Suchen Sie denn? Ich denke schon. Ich kann Ihnen die Wahrheit schenken. Das Angebot steht. Ich will keine Gegenleistung. Nur das Versprechen, dass Sie diese Wahrheit akzeptieren, als die Ihre. Sagen Sie einfach ja. Was haben Sie denn davon, wenn Sie mir die Wahrheit schenken? Es ist doch nicht einmal die Ihre. Das wissen Sie nicht. Doch, ich weiß es. Aber ich möchte es von Ihnen hören. Schließlich ist es Ihre Wahrheit, die ich nehmen soll. Gut, ich sage es Ihnen. Das ändert aber nichts an den Bedingungen. Nein, natürlich nicht. Die Antwort lautet: ja. Ja, so lautet sie. Doch die Wahrheit ist eine andere. Sie sind klug. Mag sein. Doch Klugheit ist nur der Scheibenwischer. Um durch die Scheibe der Lüge sehen zu können, muss man immer noch selbst die Augen öffnen. Und? Was sehen Sie?